So, aber das muss da nicht stehen. Schreibt man es nicht ins Protokoll. Ja, das können wir doch dann irgendwie reinschreiben, dass man bei Bedarf darüber sprechen kann. Nein, das soll da auch nicht stehen. Ja, aber irgendein Hinweis muss doch da stehen. Und alle Eltern, wo ich mir denke, ey, können wir nicht einfach mal. Weißt du, da draußen in der Kita haben fremde Eltern aufgepasst und eine Oma auf die aufs Gardi und so. Ne? Alle Kinder, die keine Betreuung hatten. Und die ziehen es da in die Länge, wo ich mir denke, ey, man kann die da draußen auch nicht so strapazieren. Das sind Eltern, die da Du hast ja nichts gesagt. Was soll ich denn da sagen? Können wir mal ein bisschen hinne machen hier und wichtige Themen Ey, die reden? Kinder haben draußen geheult, meine nicht. Aber andere und ich meine, die sind klein. Ja, ich möchte jetzt frühstücken, okay? Nicht über Behinderte oder Kita reden. Ich möchte einfach einen I-Status-Konsulat wegen der Eltern. Und dann, weißt du, sitze ich bei diesem Schulelternabend und denke mir, Wiederholsam. wow. Mann, Mann, Mann. Schon wieder ist die Zeit um. Vor der Arbeit, jetzt geht's auf die Arbeit und nach der Arbeit ist nach der Arbeit. Und nach der Arbeit ist ja bekanntlicherweise wieder vor der Arbeit. Also. Oder so. Was wollte ich jetzt sagen? Geh arbeiten. Das ist hier kurz rum. So, liebe Leute, herzlich willkommen im Laden zurück. Ich meine, ja, gestern war ja nun mal eigentlich gar nichts los hier so richtig. Werken technisch und ich fürchte, ich habe eh eine Reparatur gelöscht. Richtig. Warum auch immer. Die ganze Zeit habe ich dran gedacht, die zu rendern und dann plupp weg war. Also heute Morgen habe ich nicht mehr dran gedacht. Was wollte ich sagen? Ja, wir schauen mal, was der heutige Tag bringt. Das will ich sagen, weil das sage ich jeden Tag. Gestern war genau erstmal eigentlich ja nichts. An frischen Aufträgen, da hatten wir nur alte Aufträge und das hat mich ein bisschen gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil gestern kam kein Mensch. Gestern war ein bisschen regnerisch und so und da war nichts los. Ja, wie gesagt, NATO-Rat. Ja, das war witzig irgendwie. Und der kam natürlich nicht, wollte ich nochmal anmerken, er kam natürlich nicht noch einmal. Und er wird wahrscheinlich hier auch nicht mehr herkommen. Der gute Mann. Also lage ich wohl richtig. So, na klar, na ja, na klar, na sowieso. Also, war ja der Kollege aus Frankfurt am Main hier und hatte Mietrad gemietet und meinte, das fährt sich total beschissen. Da gibt es eine riesen Mängelliste. Das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen. Das geht so nicht. Natürlich haben die Räder eine Macke. Hier und da und dort. Ja. Aber das wird halt gemacht. Ja, man hat mir gesagt, das Ding ist scheiße, nun überarbeite ich das. Auch noch. Wir sind ja dauernd dabei. Aber ich glaube, genau das Rad hatte ich ja gerade erst gemacht. Und bin auch noch viel gefahren und fand das eigentlich ganz gut. Hinterrad eiert. Da gucken wir mal, was da los ist. Boah, schwer ist es wie Sau. Und es sind natürlich keine Toppi-Räder, ne? Also, das ist es nun nicht mehr. Das ist jetzt auch noch eins von den ersten, möchte ich sagen. Das ist eins von der ersten Generation, also das ist circa 7 Jahre alt. Oh, da fehlt. Hier fehlt was. Tada! Schaltung stimmt, oh, was nicht. Gucken wir uns alles an. So, den mal abmachen, damit ich weiß, da ist was. Nicht vergessen. Und Kette spannen. Ja, ist ja ein bisschen was. Also Hinterrad, wie immer. Also das ist oft, allerdings wirklich oft was. An diesen Hinterrädern von den Teilen. Und Kundschaft. Oder? Erste Kunde? Nee? Ja? Nee? Wir sind hier noch. Na gut, den können wir jetzt so rüberziehen. Super. Sollte für das erste genügen.
Die sind ja eigentlich Asche. Wo sind denn meine guten Handschuhe? Kette spannen. Gefettet ist sie ja. Gucken wir nochmal, einmal nochmal durchdrehen. Kette spannen, wie? Kette spannen. Nochmal ein kleines Video dazu. Jetzt nehme ich es einfach mal mit rein. Wie spanne ich die Kette von dem Nexus Dreigang Hinterrad? Wie spanne ich die Kette? Also, wie geht man vor? Die Kette ist ein bisschen locker hier. Man merkt, die fällt eventuell demnächst runter. Müssen wir mal schauen. Herrgott. So, ist gelöst. Jetzt ist es natürlich noch lockerer, weil es natürlich hier war. Also die Rahmen sind ja ein Traum an Präzision und Maßhaltigkeit. Nicht, dass einer sagt, er hätte nicht mitbekommen. Also, rüber, spannen, festschrauben. Und siehe da, es steht dann sogar in der Mitte. Also offensichtlich ist das Ding schief gezogen worden. Jo, weiter jetzt mit dem Check, ne, mit dem Sack. Nicht wundern, wenn das Video zweimal erscheint vielleicht, weil Kettenspann, Dreigang. Ja, also es kann sein, dass ich einen Teil davon hier im Vlog verwende und einen Teil nochmal, also dass ich es im Detail extra nochmal hochlade. Also bitte nicht sauer sein, deswegen, oh, haben wir schon gesehen im Vlog, was ist denn nun los, machst deine Videoliste voll. Nein, sondern weil, ne? Manche Leute suchen eben nur Kette spannen, die wollen da nicht einen ganzen Vlog sehen, ja, oder so, wo das dann mit drin ist, eventuell irgendwo an irgendeiner Position. Und ich kann es auch nicht beschreiben im Einzelnen. Da ist die Beschreibung gleich voll mit Kette spannen. Viel zu viel Blabla. Tommy lädt es zweimal hoch, okay? Wenn er wieder nicht vergisst und einfach löscht heute Morgen. Heute Morgen habe ich das gelöscht, ich Idiot. Einfach so plopp. Shadow of the Night, Dottei. Jetzt haben wir hier noch ein Lichtproblem. Ein Lichtproblem, das würde ich nicht so sehen. Ich mache hier auch so eine kleine Lampe ran, so eine kleine Busch und Müller. Ja, weil, wie gesagt, das funktioniert zwar, wenn ich das hier ran drücke. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob ich nur Scheiße erzähle. So, Achtung. Irgendwie funktioniert es, ne? Funktioniert. Eigentlich funktioniert. Eigentlich müssen wir uns nicht tauschen. Na, dann lass ich es auch so. Wenn es funktioniert, funktioniert. Was soll ich machen? Das scheiß Kabel ist halt immer ab. Kabel wird immer kürzer und immer kürzer. Und wenn es zu kurz ist, dann mache ich so eine Lampe ran. Der an der Lampe ist nämlich nochmal hier. Der, die ich verbaue, ist nämlich nochmal ein Stück Kabel. Hier eben nicht. Das brauche ich dann. Aber so lange kann ich doch die nehmen. Die funktioniert doch wunderbar. Läuft, Digga. Läuft bei dir. So, zufälligerweise habe ich so, ja, gerade so ein Reflektor übrig, den ich da wieder ranklicken kann. Der hält natürlich nicht, ich muss Kabelbinder drum machen. Also von alleine hält der leider nicht mehr. Aber ist ja nicht schlimm, dafür sind ja die Kabelbinder da. Jetzt hier noch abschnipseln. Das ist aber bereit für den nächsten. Hallo, ja, bitte. Ich habe mein Fahrrad vergessen gestern. Tut mir leid. Vergessen? Ich habe es einfach vergessen. Das ist ja unglaublich. Kann ja sowas passieren. So ein wichtiges Instrument der Fortbewegung. Naja, mein Freund hat halt gesagt, wie kann ich mein Fahrrad wieder haben? Da ist mir eingefallen, dass mein Fahrrad ja immer noch hier steht. Gut, also wie gesagt, angeschlossen habe ich es jetzt, zugeklemmt habe ich es mit Kabelbindern, also das sollte erstmal halten bis zum nächsten Defekt, wo man die Kabelbinder wieder aufmachen muss. Der ist nämlich jetzt, ich fasse es nicht, Alter. Ich habe Kabelbinder rangemacht und funktioniert nicht, jetzt aber
Ist doch nicht euer Ernst, oder? Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Zeig Kabel. Kabel bin er dran. Das funktioniert nicht. Das ist die Strafe dafür, dass sie gesagt hat, naja, jetzt erstmal eigentlich nicht. Mann, und ich freue mich über die überaus positiven Kommentare auf meinem Kanal. Also muss ich sagen, also das ist wirklich schön. Ich finde, es ist eine gute, stabile Gemeinschaft. Tatsächlich. Irgendwie. Also liegt vielleicht auch an dem Inhalt des Kanals. Ja? Ich glaube, der bietet nicht so viel Raum für Spinner. Sag ich jetzt mal so salopp. Das sind Leute, die sich seriös für sowas interessieren. Sind halt da und das wart. Also was soll denn da sonst sein? Ich habe jetzt ein Problem damit, dass... Warum machst du scheiß Lampe jetzt schlapp? Ey. Vielleicht ist es auch vorne. Warum? Jetzt kann ich da mal hinkommen. Ich fasse es nicht. Echt, ich hab die Kabelbinder dran, das funktioniert nicht mehr. Das ist mein Leben. Ich glaube, ich mache es wie folgt. Ich mache es so, wie ich es machen wollte. Ne? Ich schraub das ab. Schraub die andere einfach an. Fertig. Und am Ende sehe ich, da ist ein Kabelbruch irgendwo. Und werde mich wieder ärgern. Nee, weg eigentlich nicht. Egal. Dann ist das mal gemacht. Der Tommy polarisiert nicht so. Pass auf, jetzt läuft's. Nee, läuft nicht. Jetzt offensichtlich hinfällig. Das Licht funktioniert auf alle Fälle. Also das weiß ich, da ist das Licht wenigstens nicht kaputt, diese Lampe selbst. Tommy? Ja bitte! Wer ist denn jetzt mein Mausebärchen? Was ist das jetzt von dir? Hast du das Pool oder was? Was kann das? Mülltonne fehlen. Mülltonne fehlen? Seid ihr Müllspielen oder was? Du, ich hab mal beim Arzt angerufen. Was für ein Arzt? Naja, weil ich ja mal gucken lassen wollte, warum ich da so müde bin. Meinst du, ich soll, oh, Herrgott. Meinst du, ich soll da hingehen? Ohne Termin. Jetzt bin ich so unschlüssig, weil eigentlich bin ja nicht krank. Jetzt kommt mir so gut vor, zum Arzt zu gehen. Weil du so müde bist. Ja, weil ich so fertig bin. Du bist ja fertig. Ja, aber nicht, dass es doch wegen der Schilddrüse ist. Ich weiß, ich hatte doch schon mal damit Probleme. Ja, weiß ich. Weißt du? Und deswegen kriege ich vielleicht so einen dicken Bauch. Ich muss mich gestern beleidigt. Ich hab dich beleidigt? Wegen deinem dicken Bauch? Ja, ist dir aufgefallen. Mika ist aufgefallen, deswegen halt dich gefragt. Mika hat gemeint, sag mal, ich gebe euch wieder ein freudiges Ereignis an. Dann habe ich gesagt, das lass mal meine Frau hören, die freut sich sehr. Schlechte Worte. Ich muss damit Mika klären. Ganz. Der wird jetzt natürlich leugnen, aber so war es. So war es. Dann bin ich hochgegangen und habe gemeint, hey du, sag mal, kannst du da was schmieren? Ich glaube, ich gehe zum Arzt. Ja. Meinst du, soll ich das machen oder nicht? Ey, du hast Fettschürzentrauma, ey. Das ist alles nicht schlimm. Guck doch mal mich an. Fettschürzentrauma. Kennst du nicht Fettschürze? Tommy, ich rede jetzt ernsthaft mit dir. Meinst du, ich soll da hingehen oder nicht? Ich komme mir ein bisschen bescheuert vor, deswegen, weil ich mich gar nicht krank fühle. Ja, aber du fühlst dich doch. Ich fühle mich nicht gut. Fett. Ja, fett fühle ich mich auch. Gehst einfach hin. Da brauchst du einen Psychologen, brauchst du. Ja, wahrscheinlich würde er das sagen. Ich brauche einen Psychologen, keinen Arzt. Na, weiß ich nicht, keine Ahnung. Musst du mal selber entscheiden. Ich weiß nicht, ob der da zum. Aber geh doch hin. Ich meine, lass es abklären. Blut, nimmst du Blut? Wie hat er das zu machen? Ja, was hast du denn dafür Bedenken? Du musst ja eh zum Arzt. Und dass ich vielleicht deswegen auch nicht abnehme, aber ich nehme wirklich nicht ab, egal wie wenig ich esse oder irgendwas.
Alter, du sollst hier keine Modelfigur haben. Aber ich will. Meine Frau, auf dem Weg zu Germany's Next Topmodel. Na, ist ja egal, sie ist Germany's Past Topmodel. Ist ja auch egal. Völlig Wurst. Ich gehe mal jetzt. Ich wollte eh noch mal kurz unterwegs. Jetzt gehst du dich frisch machen. Ey, können wir mal sehen. Ich bin schon am Arbeiten hier. Jetzt ja. Macht sich meine Frau ist gerade aufgestanden. Ich habe heute Morgen wieder eine Haarbürste gefunden. Drei Haarbürsten haben wir. Alle sind verschwunden heute Morgen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe es heute Morgen tatsächlich mal nicht geschafft. Ich konnte nicht aufstehen. Hat der Engel wirklich geschrieben, wie lieb ich mit meiner Familie auch noch umgehe? Ja. Auch gefragt. Der spinnt wohl. Oder? Das war mir ernst. Das nur nette Leute. Nein, einer ist dabei. Scheiß Deutscher. Scheiß Deutscher. Das war nur einmal so, nebenbei so. Naja. So, warte mal, ganz kurz und nebenbei so. Scheiß Deutscher. Ich denke. Ich liebe dich trotzdem. Mit Schilddrüse, ohne Schilddrüse. Ist doch völlig egal. Ich glaube, ich mache das mal einfach. Ich wollte eh noch. Ja, klar. Weil ich so eine Kiste besorgen wollte für Aluk, weil diese ganzen Pappkisten, die wir so auf dem Keks. Wo die Spielsachen drin sind. Ich wollte ihr so ein. Was für Papp. Moment, bevor du irgendwelche Kisten kaufst. Was für eine Pappkisten? Ja, die da drin stehen, da habe ich die ganzen Spielsachen rein. Welche Pappkisten? Von Geburtstagen. Nee, welche, was für Kisten, wofür? Für Spielzeug. Ich will nicht so eine Plastikkiste, ich will so, nee. So ein Körbchen. Nee, komm. Und, so und den Schrank, nein, der da auch aussortiert. Nein. So wie ihr Wäschekorb, der da so zusammenfällt, aber in Schritt. Sowas. Du kaufst nicht durchs Kaufverbot. Das geht nicht. Kann ich nicht zulassen. Weil es nicht geht. Nein. Für Kartons denn? Ich habe auch keine Kartons gesehen. Ja, aber du warst richtig jung. Ja, weil es immer dunkel ist und die immer schlafen, wenn ich nach Hause komme, hört sich dann ein Zimmer. Du machst voll mit Kartons und verspielst. Ja, mach doch den scheiß Karton weg. Ja, aber wohin mit den Sachen? Karton hier drin. Wohin mit den Sachen, die da drin sind? Wieso sind denn da Sachen drin? Wo sie viel Geschenk gekriegt hat und auch vorher schon viel Spielzeug hatte. Kann ich gleich sprechen. Wollen wir auch papieren? Ich hab neue. Und die sind so geil, jetzt sind die besten Schuhe. Also, wir machen mal kurz Werbung. Hier kommt ein Product Placement. Und zwar von Tommy in Eigenregie. Über Tommy nicht bezahlt. Nämlich nur von Tommy bezahlt. Also nicht, dass ich es bezahlt bekomme. Vans. Ja, es sind Vans. Ich weiß, viele mögen sie nicht. Aber... Das ist der geilste Schuh ever. Und wisst ihr warum? Die trage ich jetzt schon, jetzt ist das sechste oder siebte Paar. Weil die haben keine Naht hier oben drauf. Und ich habe so einen breiten Fuß und so einen Riesenfuß, wenn man das mal sieht. Ja, das ist eine Schuhgröße 48. Ne? Und bei diesen Adidas-Schuhen habe ich 48 zwei Drittel. Also fast eine 49. Wenn ich mich bewege und den ganzen Tag, der tut so weh sonst. Und die sind geil, die haben keine Naht oben drauf, die sind wirklich cool. Die halten nicht sehr lange, aber sie sind geil. Wollte ich nur mal loswerden. Also wirklich für mich einer der bequemsten Schuhe, die es gibt. Riesen Nachteil haben sie auch, die haben kein vernünftiges Fußbett. Also die sind wirklich von oben top, aber von unten sind sie eigentlich, naja. Für längere Geschichten, das, was ich hier damit mache, ist eigentlich auch wieder ungeeignet. Aber oben drauf ist erstmal top. Jetzt ist mein Fuß spannend sozusagen. Der ist entspannt. Fantastisch. Wollte ich nur mal loswerden. Kleine Schuhgeschichte. Ja, hier gibt es alles auf dem Kanal. Hier wird auch über Schuhe geredet. Und meine Frau will schon wieder einkaufen gehen. Die möchte schon wieder was kaufen. Ich krieg die Krise. Ich komme ja nicht hinterher mit dem Geld. Weil kostet ja alles Geld.
Gottes Willen. Um Gottes Willen. Look why. Yes, I cry now. Ich freue mich. Und ich freue mich eigentlich über euch tatsächlich. Also das muss man wirklich so sagen. Es freut mich. So, jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Jetzt schaut ihr mal, ob es funktioniert. Ich habe es verkabelt, verbunden. Hier kommt noch ein kleiner Kabelbinder ran. Hier so nach hinten hin. Jetzt bitte einmal Lucky. Finito. Mal gucken, was da stand. Mal gucken, was das Standlicht sagt. Standlicht! Sehr gut, funktioniert auch. Also, Kabel jetzt, den Kabelbinder. Und ich rüste die gerne auf, die Dinger. Ich rüste gerne die Räder auch auf und bastel dran rum und so. Soweit sind zuverlässige Räder und sie machen Spaß. Tatsächlich. Und die fahren sich tatsächlich auch gut. Die Sache ist natürlich die, ne? Also, das muss man jetzt auch mal dazu sagen. So ein Check kostet, wenn ein Kunde das machen lässt, ja, ab 15, 25 Euro. Diese Lampe hier kostet 20 Euro mit Montage. Und ich habe das Rad vermietet jetzt gehabt für 22 Euro, ja, für die Zeit. Und es kommt wieder und ich habe diese Reparaturen zu machen. Ich habe den Check und habe diese 20 Euro für die Lampe im Grunde genommen. Also bin ich eigentlich im Minus. Deswegen ist es nicht so, dass man denkt, wow, geil, funktioniert und so. Und deswegen ist es auch, muss man sagen, bei den ganzen Mieträdern da draußen, die da alle rumstehen, diese öffentlichen Mieträder sozusagen, diese japanisch, koreanisch, taiwanesischen, was weiß ich was, da kommt ja kein Mensch, die warten. Deswegen sind die alle im beschissenen Zustand, weil die funktionieren natürlich, die sind neu. Die funktionieren dann irgendwie 2, 3, 4 Wochen gut. Und dann geht der erste Defekt los. Der wird nicht behoben, dann gibt es Folgedefekte und dann irgendwie nach einem halben Jahr sind die Dinger durch. Ne? Darf man nicht vergessen. Und deswegen immer schön, sowas ist natürlich besser. Mietrad bei Tommy holen, naja, wie gesagt, kann man auch Pech haben, so wie er jetzt. Er hat dann ein schlechtes Rad erwischt, wenn die Kunden mir vorher nicht sagen, dass da was dran kaputt ist und mir das nicht sofort auffällt, krieg's halt nicht mit. Was soll ich machen? Aber eigentlich bin ich immer dabei, guck mir das an und richte dann auch die Sachen. Ne? Also, das ist ja Quatsch, ich lasse das natürlich nicht so. Jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht, dass das schon wieder, wenn ich es jetzt schneiden würde, wären jetzt schon 20 Minuten voll. Aber dann wird es wieder ein langer Vlog. Heute wird es wieder ein langer Vlog. Nicht sauer sein. So, gucken wir mal, was noch so war. Bremse. Ist noch okay, aber nicht mehr lange. Da muss auch bald neuer Bremsbelag hoch. Jetzt fahre ich es mal Probe. Ein seltener Gast. Ratet mal wer. Guten Morgen, Wolfgang. Ja, morgen. Ein Wolfgang. Ja, wo der dran geht, ne? Nee, der stand hier gar nicht. Ja, hier, die Standard momentan. Hat der Fähre hier gerade auch drin parken. So, BZ von heute. Was gibt's denn neu bei dir? Die Unterwelt in Trauer. Der Alex hat eine schöne Rübe da. Ach, nun, der Alex, ey. Aber gestern trotzdem habe ich einen schönen Tag gehabt gestern. Bis kurz vor Schüler war ich zu Hause. So. Fing der Hose kam, da saß der schön, ich hätte ja schon im Keller ratschen und gelegen. Dann hat er schon wieder gesicht im Keller.
Und deine kleine Kreissäge muss er noch eine neue haben. Jetzt muss er alles neu gucken. Die hat auch wieder gequalmt. Weil das ist ein Hartholz, war. Das sieht ja nicht mit so einer kleinen Säge. War. Nee. Das ist mir ja klar. Aber, wenn er sagt, lieber Janis, dann ist das okay. Und dann ist das eigentlich das, die Straße hektisch, hat er da noch die Bank hingebaut, gestern noch ein, zwei. Ob du da arbeiten geht, ob du deine Frau mitgefahren ist oder was, ob der wieder zu Hause ist, ich hab keine Ahnung. Wo ich mal pennen, Mensch, ich hab bis um 9 Uhr wach wurde, dachte ich, was ist denn das? Oh Gott. Bitte machen wir die vier Leute, da muss ich für den Araber, wenn ich bin. Alle drum. Gott. 2000 Menschen haben Abschied. Muss ich mal überlegen, das sind nicht nur... Nur wenn die dann wieder so ein Clan werden, ist das bei den Türken genau das Hilfe. Dann ist die ganze Kolumna dann gesperrt zu. Na, was los? Jetzt ist die Zeitung lesen. Das ist ja auch ganz viel Rede, war jetzt ab noch, wa? Ja. 20, ja. Ich habe hier verbessert, ich habe. Also, wo ich nach Hause kam, wollte ich mal eine Stunde hinlegen. Alex hat mal wieder einen Trab gehalten. Ja. Na, wieso? Kannst du da hinlegen? Ja, ja. Muss da hinlegen einfach. Muss er nicht machen. Einfach hinlegen. Kein Problem, alles gut. Bester Mann. Oh, wie war das? Du bist bester Mann, ja. Wieso? Wir kommen hier nach oben. Ja, wie viele Freunde hast du denn? Ich habe bei 1000 aufgehört. Bist du guter Mann? Ja. Wieso wohnst du hier um Ecke oder wie? Ja, du bist 12. Ja. Ja, wo? Ich hab hier oben, mal da, Niedel. Bei Niedel? Niedel, ja. Da. Bist du international bester Mann? Wieso? Ja, ja. Woher kennst du mich oder wie? Ja. Ja. Wie viele Freunde hast du dort? Berlin? Ach, ich kann dir ja nicht sagen. Ich hab mit euch gerade gesagt, ich hab gerade gesagt, ich hab nicht nur, ja, okay. Ich nicht nur Freunde gehabt und Männer. Also so wie ich, aber ist mein bester Freund hier. Also wo ich immer auch hingehen kann. Ach, Freund, ja. Aber ja. Mädchen. Nee, ach, will ich gar nicht mehr haben. Ich hab ich will gar nicht mehr haben. Ich wurde, hör mal, ich will aber eins sagen. Du bist bester Mann. Gut, Herr Mann. Aber wie gesagt, machst du wie normale Wäsche, kann man drin, die große. Und dann, ciao, ciao. Wolfgang, bis später. Oh Gott, da fühlte er sich aber geschmeichelt, der gute Wolfgang. Ach, herrlich. Er geht ja weiter. Moment mal, ne? Heute jetzt hier mit einem Check ab. Wir haben nämlich hohen Besuch, wir haben nämlich einen Kopfsteinpflasterkönig haben wir hier. Den zeige ich euch jetzt. Dash ist er! Darf ich vorstellen? Der Kopfsteinpflasterkönig. Der Katzenkopfkönig. KKK. Ku Klux Klan. Nix, sondern Katzenkopfkönig. Ja, nicht von mir so genannt, sondern von den Besitzern. Und der braucht einen Check-up. Vorne Eierz. Pedalen. Sind die gebrochen? Die müssen neu. Hinten nichts. Schaltung funktioniert nicht. Typisch. Ja, und jetzt schauen wir uns jetzt alles mal an in aller Ruhe.
wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich filme das jetzt nicht, weil ansonsten wird es wirklich ein Mega-Vlog. Wir haben so viel Blabla heute. Und ich meine, hier gibt es nicht viel das Licht. Wir fahren nicht in Dunkeln, haben sie gesagt. Deswegen ist das Licht nicht wünschenswert, funktional zum Funktionieren zu bringen. Was will ich jetzt sagen? Schaulaufen der Unterwelt. Herr Lord. Mann. Und die Kittika, die wollte ja wissen, wann ich Geburtstag habe. Jetzt werde ich auch noch 40. Oh mein Gott. 40 Jahre. Eieiei. Am Reformationstag habe ich Geburtstag. 40 werde ich. Alter Sack, ne? Stehen wir noch im Keller? Ich stehe auf Keller. Ist ja fast perfekt. Ist ja geil. Ja, am 31.10. ist das. Das ist nicht mehr lang hin. Und ich hoffe ja, ich habe bis zum 31.10. haben wir die 1000 Abonnentenmarke geknackt. Also es dreht sich nicht alles um YouTube in meinem Leben. Das muss man natürlich auch dazu sagen, sondern es dreht sich eigentlich alles in meinem Leben um meine Kinder. Was wahrscheinlich auch nicht ganz richtig ist, werden einige sagen, ja, aber man kann ja nicht nur an seine Kinder und so, man muss auch mal ein bisschen an sich selbst. Da habe ich ja, ich habe neue Schuhe. Geil. Eins A. So geil. Das ist so Pocket. Ja, das ist cool. So, den haben wir. Das ist fest. Die Muttern kontrollieren. Naja, wie so ein Check abläuft. Das wisst ihr ja eigentlich. Das habe ich ja auch schon oft hier noch erzählt. Alles kontrolliert, ob es fest genug ist. Und Luftdruck, der ist in Ordnung. Die Reifen sind schon ein bisschen verschlissen. Aber bremst jetzt auch wieder gut. Der Ständer ist locker, die Pedale müssen ab. Die Birne. Eine Birne. Guten Morgen. Guten Morgen. Sind Birne? Gerne. Bitte. Die sind sogar richtig weich und saftig. Sie sehen so aus. Super. Ein Birnenfrühstück. Oh Gott, nee. Hier ist tatsächlich die alles kaputt. Den Stift gar nicht raus. Oh Gott, ist das rostig. Oh nein, ey, der Schaltstift hier drin, der ist total eingerostet. Das riecht richtig verschweißt.
Nach Richten, der riecht nicht. Nach verklebt. Nach chemischer Reaktion richtet. Ich habe heute Morgen so da gesessen und auf das Rad meiner Mitbewohnerin geschaut. Und die hat ja auch so eine Namensschaltung. Teures Ding so. Die mussten die schon tauschen, weil das kaputt war. Und da hängt die Kette wie eine Hängematte. Ja, relax. Also, und die haben das ja mal repariert vor kurzem. Die mussten komplett austauschen, Unterrad, wegen der Namensschaltung, weil die nicht reparabel war. Wie kann das passieren, dass die Kette dann hängt? Die war nicht richtig fest. Ist ja vorne schon. Du meinst hier hinten in dem Ausfallende? Ja. Steht nicht gut drin, das Rad. Genau, musst du eine Kratzmutter, also richtig so eine Mutter, die so greift. So eine Scheibe, die so greift. Scheibe, ja. Unter und dann richtig festbolzen. Aber das ist ja repariert worden in einer Werkstatt. Little John Bikes. Kann mal passieren. Manchmal hat man nicht, also manchmal ist es auch so, hier ist der Lack drauf, ne? Mhm. Und du ziehst es richtig fest und es ist alles gut. Ach, aber so dann auch immer löst sich dieser scheiß Lack, der unter der Scheibe ist. Ja. Und dann rutscht das ganze Ding nach vorne. Alles klar. Ne? Also weil irgendwann ist es halt, greift es nicht. Normalerweise bei guten Rennrädern siehst du auch immer an da, wo. Haben die auch eine schöne Brille? Ne, da wo die. Da wo die Mutter greift, ist kein Lack drauf. Also du greifst pur Stahl auf Stahl. Ja. Bei guten Rädern. Bei Willian ist immer Lack drauf, umso mehr Lack, irgendwann löst er sich und dann rutscht es nach vorne. Also ich kriege es nicht hin mit der Schaltung der Schaltbox. Leider. Tut mir leid. Die Schaltbox ist und bleibt erstmal defekt. Die ist geölt, gefettet, geschmiert, alle. Schaltstift funktioniert wieder. Aber so richtig ist es nicht. Scheiße. Ständer ist fest. Kette ist gefettet. Ist ein bisschen locker, ne? Hallo Marlies. Das ging super schnell. Was hast du, Überweisungsschein? Psychiatrie? Nee. Die haben jetzt erstmal Blut abgenommen. Akute Überspannung. Ja, er meinte, ich brauche eine Auszeit. Okay, dann ist ja okay. Ob er mich krank schreiben soll. Nicht. Wollt's trennen? Warum? Auszeit. Nein, wegen der Arbeit. Er meint, das ist viel. Eine Frage. Ich würde gerne nächsten Donnerstag wieder mit dem Fahrrad alleine wollen, aber ich würde die gerne früher leihen, als eigentlich deine Öffnungszeiten sind. Ja, muss am Abend vorher die Schlüssel abholen irgendwie. Ja, das würde gehen. Also so zwischen, allerdings erst kurz vor neun tatsächlich. Ich muss dann rumkommen, die Schlüssel abholen, dann kurz stellen wir die gesondert. Ja, weil ich gar nicht weiß, wenn die vermietet sind, die Leute dann erst um neun zurückkommen. Wie viele denn? Sechs bis acht. Sechs bis acht. Naja, jetzt schon. Aber kurz vor neun rumkommen? Kurz vor neun ist für mich auch tatsächlich ein bisschen spät. Ich arbeite bis um 7:30 hier in Kreuzberg. Geht das auch? Dann kommen wir einfach rum, ne? Ja. Gucken. Also, weil du bist ja nicht alle Fahrräder vermietet haben an dem Tag. Oder? Hoffentlich habe ich alle vermietet. Wäre doch schön, wenn du mir wünschst. Ich wünsche dir das natürlich auch. Ja. Noch eine andere Sache. Kommen manchmal bei dir irgendwelche Leute und bieten wir Fahrräder an zum Verkauf? Selbstverständlich. Ja. Ja. Welches Rad suchen wir denn? Ich suche zwei Räder. Ein Carbonrad von Red Bull mit Ultegra-Schaltung und ein VSF-Manufakturrad, grau, schwarz mit einer Shimano 105. Beide ein letztes Wochenende geklaut. Also, nur falls du was hörst. Das ist nicht angekommen. Ja. Ein Red Bull Carbon. Meine Güte. Ja. Das ist ja eins von den letzten denn gewesen. Ja, genau. Aber war total gut und Schuss und fuhr super. Ja, natürlich, Red Bull Räder sind toll. Ja. So reden die Lehrer heutzutage sogar. Alles andere mache ich dann selber.
Ich hab zu lange Stift ist da drin. Da war ein zu langer Stift drin. Gibt's den Schaltstift? Scheißdreck. Moin. Hallo. Ja, bitte. $2. Jo. Big ones. Hä? Big ones. Big ones. So that's all the same. Okay. They're all the same. Yeah. And they're all small. All small. Okay, Ibe. Sorry. Die Schaltung hat nicht funktioniert draußen bei diesem Mietrad. Ja, daher sehen, habe ich das gesagt überhaupt? Ich bin dieses Mietrad, was ich jetzt repariert habe vorhin. Ja, hat ja die Schaltung nicht so richtig funktioniert, wurde ja auch bemängelt. Da war ein zu langer Schaltstift drin. Keine Ahnung, wie der da reinkommt oder wer den da rein gebolzt hat oder so. Oder ob die von Hause aus da irgendwie, ich meine, ich wechsle ja die Schaltstifte nicht, ob die von Hause aus da einen zu langen Schaltstift drin haben. Keine Ahnung. Zeig einen kurzen Schaltstift drin gemacht, funktioniert einmal frei. Der war einfach zu lang. Schlicht und ergreifend zu lang. Naja. Man verwechselt vielleicht bei irgendeinem Scheck oder so. Oh Mann, das geht natürlich dann nicht. Mit einem zu langen Schaltstift kannst du nicht schalten. Ha? Wo hast du die Zeitmusters und den Pokal? Gewonnen! Nein. Ist Mama da? Nein. Okay. Ja. Hey, du bist da. Nein. Doch. Hast du mich gefragt, ist Mama da? Ich habe gesagt, nein. Dann hast du gesagt, wirklich? Ich sag ja. Also sie ist wirklich nicht da. Wo ist sie denn? Die Kinder abholen. So lange. Wieso lange ist sie gerade jetzt los? Och, na sag mal, was ist denn los? Joa, der Tommy hat ein bisschen Trödel hier. Ich habe auf alle Fälle ein Mikrofon gefunden. Hier. Kommt auch mit in meine Mikrofonsammlung. Bitte, bitte. Bitte, könnte dafür mich solche Sachen keiner Spaß vor. Ja, das hat mich gefreut. Ja, siehst du? So ist das. Der Haus ist eigentlich immer noch wieder da, wa? Ja. Erzähl mir etwas. Warte mal, ich muss mal kurz. Willst du mal alles holen, ja? Ich kümmere mir ein Eis holen. Ja. Ich hab mal schon. Der war vielleicht noch lieber wie die anderen Beet, was hier die Brille. Auf alle Fälle, ja. Der andere war so sprenglich gewesen. Der ist schon in Ordnung, der Willi. Der Kleine, ja. Ist ruhig, der macht seine Arbeit, ja, und der andere war so sprenglich, der wollte gleich mit dem Millionen verdienen, wisst ihr, der Ebene. Ja. Naja, was soll's. Gut, wisst ihr Bescheid? Du kommst nachher rum, ja? Ich komm nachher mal, ja, wenn wir mal wieder da. Alles klar. Eine kleine Überraschung für ihn, damit der wird bestimmt kommen. Ich weiß, was das ist. Ich habe gerade eine wunderschöne reife Mango geschenkt bekommen. Das war schon überreif. Das ist die geil. So, ich probiere mal ein paar Sachen aus, die ich heute bekommen habe. Heizgerät. Was noch? Mehr brauchen wir. Ist getestet. Sauber machen und zum Verkauf. Ja, nicht das erzähle. Wo ist denn das Hölzer? Das stinkt ja wieder hoch. Ja. Der Lukas, haben alle die gleichen Krankheiten? Ja, ich bin zufrieden, dass ich nicht mehr hoch oder so alles, ja. Was ist denn das?
Papa, den, den Frank getroffen, der heute von mir auf Mittag war, bei Carol, ma, den Auto abgeschleppt haben. Da kommt Hallo. Jemand. Da kommt jemand, stimmt. Der kommt gut, gut beobachtet, was, ja? Nicht schlecht. Sehr gut beobachtet. Ja, das ist ja meist auch passiert. Wie so eine Klingel. Genau. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe mein Fahrrad dabei und ich habe die Schraube verloren, die praktisch das Schutzblech hält und den Gepäckträger. Sind ganz oder zu ganz oder kaputt? Das ist ein Stück. Ich will es nicht haben, nee. Das hätte ich da draußen an der Wand. Das ist draußen an der Wand angemacht. Jeder hat den Angst gekriegt. Was siehst du? Die blieb. Naja, das ist das, ja. Auf die Ecke zu kleben, die Schneebeschreifen nach außen. Also mit den Hausieren und Bällen, damit der Ding da sitzt, ist gut, ja. Ja, schneidest du den Comic raus. Der ist Müll hier alle. Poster. Aus der Bravo. Aus der Bravo, wa? Und Rod Stewart. Rod Stewart. Hallo. Wieder alle drin, ja, ja. Und hatte ich alles in der Zellung gehabt. Oh Gott. Ach, das ist der Markus draußen. Markus? Ich glaube ihn bei der Tüte. Nein, ist er nicht. Okay. Und nicht die Pferde scheu. Achso, das sollte doch Alex auch mitnehmen. Ja, musst du ihm, gibst du ihm den Gürtel. Ja, ja, das ja. Findet er gut, dem passt der. Mag hier rein, ja? Ja, 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 in den grauen, in den lila Beutel da. Wenn er nicht drüber nicht, dann auch hin geht. Hier sind noch mehr. Was ist denn da drin? Ich hoffe, der neue Räume ist hier. Ja, er macht Deko immer noch. Also, gehen auch nur helfen, aber der liegt da oben rum. Nee, da kannst du nicht helfen. Das ist ja so. Was zeigt dir denn ihm? Na, die Kiste wollen nicht aufmachen. Man darf nicht aufmachen. Na. Das ist fantastisch, oder? Da geht es für die Große da. Die Große, ja? Ja, ja, nicht mal auf Deko. Okay, I've got a run. My money is waiting for me. I've got 20 here. There's 20 and 50 cents. Oh my God. I should have one half a euro in here. Yeah, it's okay. It's okay. The bike is okay? Yeah, the bike's perfect. Man. The bike's great. Oh, hey. No, I lose the 50 cent note. Thanks, Sean. Thank you. The bike's just out front? Yes. Thank you very much. Thank you. See you next time. I'm here. Okay. Ciao, ciao. Ah, so the key? Oh, the key. Shit. Good point. Yeah, sorry. But you're too fast now. Yeah. First you're too slow, now you're too fast. Well, you know, it's hard to be perfect. No shit. See you next time. Bye-bye, Joe. Bye. Spider-Man? Spider-Man! Ich will Spider-Man haben! Das werden wir wahrscheinlich weghauen, die Dinger.
Kannst du lesen? Nee, ich kann nicht mehr lesen. Hallo. Hallo. Ich hab ein bisschen spät, gell? It's a little late. Oh, sorry. Sorry, yeah. We lost track of time. Und Ritterraum. Um drei Räder anzuschließen. Dann sind wir fertig. Dann können wir nach oben gehen. Die Frage ist hier, dass du mich abgeholt hast. Ist die Kamera an? Ja, die ist an. Also, das dauert nicht. Oh, hier. Oh. Jetzt filmst du dich. Jetzt kannst du Kasper machen. Kasper? Eine Kasperle. Kasper. Sag mal tschüss, gute Nacht. Gute Nacht. Genau, ich sag mal, ich mach jetzt Feierabend. Jetzt haben wir ja schön geräumt hier. Meine Güte, ey, Tommy räumt. Da kommt ein extra Video, glaube ich, wenn ich es nicht wieder lösche. Und dann muss ich jetzt auch schneiden gehen und alles. Papa, Mama hat gesagt, ich will Möbel in mein Zimmer. Was kriegst du? Möbel. Du kriegst nicht neue Möbel in dein Zimmer. Das ist was anderes. Du kriegst eine Kleinigkeit anders umgestellt, hingestellt und vielleicht kommt ein kleines Teil mit dazu. Mal gucken. Müssen wir sehen. Müssen wir sehen. Ne? Also, wir sehen uns morgen. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Ich gehe jetzt schneiden, dann schlafen. Vorher essen. Genau. Bis dann. Papa. Genau. Bis dann. Ciao, ciao.